So, in dieser Folge ziehen wir dann eine Duelist Pack, also Battle City Pack, 5Ds, Dimension of Chaos, Prime Origin, Storm of Ragnarok, Crossside Souls, Judgment of the Light und Duelist Alliance. Ja, dann, glaube ich, fangen wir dann mit Battle City Pack dann mal an. Dimmes Desaster, Gilfried Eisenritter, Raketenkrieger, Lavagulle und Juragedo, ja! Genau die Karte, die ich brauche. Sehr gut. Das sind nur Random Packs, also. nicht schlecht, nicht schlecht. Dann hier, machen wir mal hier einmal Judgment of the Light auf. Eine sehr, sehr gute Karte, ich bin zufrieden. Genau die Karte bräuchte ich sogar. Bruderschaft der Feuerforst Garibo. Überschallknall. Fujinki Schildkröte. Superverteidigungsroboter Elfe. Das kann ich jetzt nicht lesen. Das kann ich nicht lesen, tut mir leid. Der Kalibrator. Fallenstellerin Nepenthes. Kuyaku. Superverteidigungsroboter Aff. Sorry, ich konnte den Namen einfach nicht lesen. Duelist Aliens. So. Gaia der Polarritter. Sendbote der Ognung Uranus. König der Kampfwache. Superstarker Samurai Blauer Streiter. Fixsternritter Himmelsbrücke. Gelage der Wilden Level 5. Sonata, die musikalische Diva. Gaia, die Mitternachtssonne Gritta. Was? Okay. Künstlerkumpel Segelibelle. Okay. Also, wir haben schon mal eine Werkkarte. Eine zweite Werkkarte wäre nicht schlecht. Wäre ich eigentlich schon zufrieden damit. Superstarker Samurai, großer Varai. Künstlerkumpel Federgans. Kuscheltier Schaf, Kummer der Unterwelters. Boah, was steht denn da? Das kann ich nicht lesen. Harfenistin. Oh, die ist gut. Künstlerkumpel Donnerhino, Magma Drache und Infernoid Jette. Das ist eine gute Karte, die ist ziemlich gut. Die da hier. Die Karte ist ziemlich gut. Harfenistin. Kann man dann gut tauschen. ZS, Weisel der Verschwindes, Artefakt Aigis, Geisterträg Parade, Sylvanische Lotusschiffer, Turon von Don 1000, Geisterträg Puppe, Nummer 48 Schattenlicht, Artefakt Feinlau, Bujin-Störung. So, dann mal ein Ragnarok. Weil ich hab diesen Pack nie geöffnet, also ich habe die meisten eigentlich nicht geöffnet, aber dieses Pack hat mich immer interessiert, was hier so drin ist. Resonatormaschine, nordisches Reliku Zizingen, Karakuri Goldstaub, Karakuri Wachhund Nummer 313 Seizan, Sheens Rauchzeichen, die ist gut, Schwarzauftrieb, Sheens Knappe, Tirade des Tyrannen, und Karakuri Ninja Nummer 99 Kuik. So, zum vorletzten Pack. Dimension of Chaos, oder? Dimension of Chaos, genau. Graulien Cobra, Psyklinge, Roboter 006, Rangsteigerungszauber Überfallrad. Oh mein Gott, buntäugiger Wirbeldrache. Hey, die Karte ist um die 20 Euro wert. Ich würde jetzt gerne ausrasten, aber ich kann gerade nicht. Wenn ich ausrasten würde, meine Eltern reinkommen. So. Jo, wahrscheinlich habe ich gerade gezogen in Secret Wear, okay. Hat sich gelohnt. Cosmo Lichtschwert, Künstler Zauberer Fürstelfeuer, Dunkel Vertrag mit der Hexe und Bürobotter Jet. Hat sich schon mal gelohnt für dieses Pack hier. Dawn der Arglist. Schwarzvögel Aurora, das Nordlicht. Nebensturmdrache, coole Karte. Band der Untergangs. Kampfwalze. Magischer Android in Ultra, coole Karte. Meglord Festung.
Nordisches Elfdwerg. Naja, finde ich jetzt nicht so gut. Und Meklon Armee von Skiel. Ja, ich zeige euch jetzt ganz kurz dann gleich die Karten. Bis dahin, ciao. So, ich zeige euch jetzt, welche Karten ich gut fand. Also Schiens Rauchzeichen, ziemlich gut. Die Werkkarte, die Superwerkkarte sind Meklord Festung, Harfinistin, Juragedo, weil ich sofort dann in mein Yugi-Deck rein. Magischer Android, ziemlich gut. Nordisches Elfdwerg. Und euer Wimpeldrache, also dass ich die überhaupt gezogen habe. Ist um die 25 Euro wert, ich sogar noch erste Auflage. Ja, das ist nice, das ist nice. Ja, okay, das waren eigentlich die ganzen Karten. Jo, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auch einen Daumen hoch geben. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.